Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Dying of Isaac. Ich habe letztes Mal Quatsch erzählt, da die Last macht nicht, desto mehr Schaden wir kriegen, sondern desto mehr Gegner wir töten. Sprich, jetzt ist unser Schaden um eins gestiegen. Jetzt ist um noch eins gestiegen. Um noch eins. Und wir werden immer roter. Roter? Ach, keine Ahnung. Das heißt, wir machen jetzt auch ganz viele Räume, damit wir ganz hohen Schaden kriegen. Komm her. Komm her, du Mongo. Ach komm. Ah, ich hab's für uns. Ja, unser Schaden ist schon ein bisschen gestiegen. Nur 4. Sprich, wir machen jetzt auch ganz viele Räume, so viele wie möglich einfach. Das ist zwar ein schöner Raum, weil hier einfach nichts ist außer ein Herz, aber wir brauchen Gegner. Wir gucken da rein. Wir können ja nicht mit wenigstens Gegner drin sein. Full Health, nice. Bad Gas. Oh nein. Dann lassen wir das auch erstmal liegen. Okay. Das Item ist sogar sehr nice. Und mit dem Harlequin Baby machen wir jetzt massiv Schaden. Das Baby ist sehr, sehr ein cooles Fix. Wir spielen hier ein bisschen im Automaten. Oh nein. Oh yeah. Oh nein. Oh nein. Den Automaten nicht mal sprengen. Die Kiste dürfen wir auch nicht aufmachen. Okay. Wir machen sehr viel Schaden. Boah! Und wir haben übelst viele Herzen. Ehrlich, Gemini. Moment. So, dann bitte in so einem offenen Raum. Ich hasse dein Baby, Gemini. Ich hasse es. So, aber jetzt kann ich nicht mehr schießen. Weil es tot ist. Okay. Das Baby hat uns mal gar nichts entgegenzusetzen. Außer seine paar Leben. Nice. Der Boss schluckt auch nochmal 13 Herzen. Wir sind voll geheilt, sonst hätten wir auch noch 3 Herzen hier rumliegen haben. Es wäre natürlich so ein Boss nice, der ganz viele Gegner beschwört. Aber egal. Ich kann ja auch nicht alles haben. Und das Kiste mit der Baby. Schlüssel will ich trotzdem noch haben. Gott. Ja, das wird Bombe, ist aber auch ganz cool. Toll, und jetzt kommen solche Scheißgegner. Und die Herzen alle weg sind. Keine Ahnung, wie ich gerade treffe, aber ich treffe. Ha! Cool. Nee, da bombe ich mich jetzt noch nicht hin. Wow. Und wenn unser Schaden voll geupgradet ist, das sehen wir dann daran, wenn wir rote Tränen haben. Okay. Herz. Sieht ja eigentlich natürlich aus. Ja. Husten Opas. Ihr beschwört viele Gegner. Oh. Okay, wir haben rote Tränen. Perfekt. Ich bräuchte jetzt so noch ein bisschen Range ab oder so. Okay, ja, wir machen gut Schaden. Noch ein halbes Herz. Okay, ich mache auch erstmal den Boss, weil wir hier keinen Schlüssel haben. Okay. Jordi, ich hasse dich.
Ach, komm. Genau. Okay. Ich bleib einfach stehen. Mal gucken, wer eher tot ist. Na gut, ich probiere auszuweichen. Alter! Ha! Ha! Ich hab gewonnen, du bist ein Depp. Pumps Coin Works, okay. Ist da so drinne? Du bist eine Full Health Pille. Nein. Du? Nein, Bad Gas. Okay. Wir probieren erstmal dich. Health down! Oh, komm! Jetzt Health ab. Telepulse. Oh, nice! In den Itemraum, wo ein Schub da Wub drin ist, wollt ihr mich verarschen? Okay, wir benutzen ihn einmal. Im nächsten Raum benutzen wir ihn. I'm a firing my laser! Wieso sind unsere Tränen nicht mehr rot? Meine erklären. Jetzt wieder. Bis für jeden Raum zurückgesetzt. Oh, nein, es ist einfach noch gar nicht voll. Okay, wir nehmen wieder den anderen mit, weil ich will nicht den Schub da rum haben. Alter! Was ist das bitte für ein Raum? Aber mit dem Harlequin Baby treffen wir wenigstens alles. Genau. Genau, Aimbot! Aimbot! Da, Bombe für Bombe. Ha! Okay. Cool, wir haben Geld. Okay, jetzt möchte ich aber trotzdem auch mal wissen. Ah, das wird für jeden Raum zurückgesetzt. Bloody Last Ding. Das ist natürlich nicht so cool. Boah, jetzt haben wir noch ein halbes Herz, weißt du? Und wir total OP sind. Okay, nice. Nice! Wo haben wir schon eine Telepille? Minimarsch! Sind klein und schnell. Wir können weit schießen. Komm her. Komm her. Okay. Yes. Du bist scheiße. Los, auf zum Boss. Mini Maggie. Mini Maggie kämpft gegen den Mongo hier. Okay. Alter! Du weißt schon, dass das unfair ist, ne? Komm! Da! Tot! 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 Ah, ich hab gesagt tot! Lass wenigstens einen von euren Kackhaufen was vor. Ach komm. Ich hätte es fast geschafft, dem Single-Ausgriff auszuweichen. Ah, du hast dich da oben verbuggt. Das ist natürlich cool. Dann lass mich dich mal eben töten. Nein! Wieso? So, wieso entbuggst du dich gerade, wenn ich da bin?
Komm halt her. Range up, nochmal. Jetzt schießen wir durch den ganzen Raum. Cool. Mini Maggie geht in die nächste Ebene. Schon wieder das Baby. Ja, Baby in das Kiste. Auf geht's. Wir machen diesmal, glaube ich, auch ein bisschen. Au! Alter. Selbstmordattentäter laufen irgendwie zu schnell. Dafür machen sie nur einen halben Schaden, das ist okay. Ui! Und keinen Schlüssel, sehr gut. Ah. Ja, mein Schlüssel, sehr gut. Große Reichweite als du. Noch ein Schlüssel. Sehr gut. Boah, komm, ist auch mal wieder gut. Oh, nicht so viele Knäuel-Woll-Dings, Knäule. Kreuz. Los geht's! Kopflosen nicht. Jetzt bist du kopflos hier. Du läufst auch so rum. Komm. Es sind halt noch mehr Räume hier drum. Ach toll. Genau, dann springt sich nur noch der eine. Wenigstens hast du ein kaum Leben. Pietschi. Mini Maggie mit Dings vorm Mund. So. Auf geht's zum Boss. Der Boss muss jetzt mal abends Coin Curse droppen. Das wäre gut. Weil PhD macht, wir haben nur noch gute Pillen. Ach! Geh weg, ich hasse dich. Ist noch schlimmer als Gürdi. Ah. Nein, geh weg. Ah. Alter. Boah! Der tötet mich! Oder seine 1 Million fliegen hier. Schießt zwar durch den ganzen Raum, aber trotzdem. Na! Aua! Wir wurden bei einem fetten Dings getötet. Okay. Ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge. Bis beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, trotzdem Dank fürs Zusehen. Ciao.